Hola, señoras. Ist gar keiner da. Das ist so eine Feuerdetonationskugel. Ball, Feuer, 3 Sekunden, was? Boom. Digga, ich sterbe hier. Wenn die Flamme den Ball berührt, knallt's. Ready? Kugel hängt. Martin? Herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Heute der dritte schon in der... Digga, es ist einfach heiß hier. Ich verbrenne auch. Ich habe schon mal ein bisschen Feuer angemacht, weil wir wollen heute was ausprobieren. Oh, ich zeig's euch mal. Es gibt solche Detonationskugeln, erkennt man das? Du sagst mir immer, wenn du das nicht erkennst, ne? Dann sagst du, ey, Martin, rutsch mal rüber, ja, oder so. Ja, das sieht man okay. Halt's doch mal ein bisschen näher ans Feuer. Ja, das ist eine gute Idee. So, das ist hier so eine... Das ist zu hell. Ist so eine... Ja, warte, ich mach ein bisschen weniger. Guck mal hier, so, jetzt. Das ist so eine Feuerdetonationskugel. So, das, ja, diese Kugel kann man jetzt rein theoretisch einfach ins Feuer schmeißen. Wir dachten aber, ein bisschen langweilig. Und die Frage ist tatsächlich, ob diese Dinger wirklich so gut funktionieren, wie sie immer angepriesen werden. Angeblich soll man die nur ins Feuer schmeißen, es detoniert und das Feuer ist aus. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. So eine Kugel kostet 20 Euro, 1,3 Kilo und da ist ABC-Pulver drin. Wo hat man die sonst hängen? Immer Motorraum zum Beispiel oder in Werkstätten. Weißt du? Weil die Flamme muss diesen Ball berühren. Wenn die Flamme den Ball berührt, knallt's. Und tatsächlich ist es so, dass es wirklich detoniert. Also explosionsartig austritt. Also da ist eine Kammer drin. Digga, ich sterbe hier. Ich kann auch nicht mehr ran, ey. Guck mal hier rüber. Man kann auch ganz unschwer erkennen, hier liegt eine Plane. Die Plane, die liegt hier nicht ohne Grund, sondern da werden wir gleich die Kamera und das Equipment schützen, weil dieses ABC-Pulver natürlich sehr, sehr aggressiv ist und jegliche Elektronik kaputt machen kann. Und das wollen wir nicht. Wir wollen aber wissen, wie das aussieht, wenn so eine Kugel halt detoniert. Deshalb machen wir das nicht so, dass wir einfach reinwerfen, sondern da befindet sich eine metallene Kette, die werden wir quasi dann ins Feuer hängen und dann gucken wir, was passiert. Das muss aber sehr, sehr schnell gehen, weil ich habe genau 3 Sekunden laut dieser Verpackung. Da steht's. Ball, Feuer, 3 Sekunden, boom. Ball, Feuer, 3 Sekunden, boom. Aus. Das wird eine sportliche Nummer. Let's go, der Hase. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen hurtig machen. Gucken wir mal auf feuerfeste Handschuhe. Ja, das Gestell brennt schon, Marlina. Guck. Warte, ich mach mal den ISO runter. Da seht ihr das. Das Dreibein knackt gleich durch. Das Feuer ist ein bisschen zu. Gut, bist du bereit? Ich mache jetzt jahrelang Faxen. Pass auf, zeig mal deinen Aufbau hier, dass die Leute verstehen, warum du da plötzlich verschwindest. Okay. Ja? Also. Das ist hier eine Folie. Warte. Und diese Folie ist halt dein Schirm. Und dieses Ding hat halt ein Loch. Hier ist ein Loch. Und wenn ich die Linse durchstecke, das wird sich einfach komisch völlig anhören. So. Ja. Und jetzt kann die Kamera durchgucken und ich bin geschützt hinter der Plane. Das ist das Ding. Wichtig ist, dass du halt hoch genug hältst. Das ist heiß. Okay, ich muss mich jetzt leider um das andere Feuer kümmern. Du machst hier dein Ding selber. Ich baue mich jetzt auf. Bin ich weg? Ja, du bist weg. Deine Hand sieht man noch, aber das ist gut. Das ist so scheiße heiß, Bruder. Ich brauche ja richtig Flamme. Also ich befinde mich am Feuer, es ist scheiße heiß. Ich hänge jetzt. Das ist scheiße, den Versuch. Ich hab versucht, dass das Ding in der Hand losgeht. Rudi, ich kann da nicht ran, Alter, das ist so heiß. Ah! Nee. Ich kann das links nicht packen. Okay, ready? 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 Steady! Wir haben 3 Sekunden! Kugel hängt! Kugel hängt! Ready, steady! Bereit machen! Die hängt immer noch! Okay, sie hängt immer noch. Max, alles klar? Ich bin bereit, mich zu erschrecken. Ich bin hier drüben, falls mich jemand sucht, ja? Oh, es bröselt, es bröselt, es bröselt. Das Pulver bröselt einfach raus. Was ist das denn? Warum detoniert das Ding nicht? Max, warum knallt das nicht? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Einfach raus. Was ist das? Was ist das? Hast du die auch auf Wish bestellt? Nein, Mann. Hä? Hey, was ist da los? Bleib entspannt, bleib entspannt. Die fällt einfach auseinander, ey. Ich würde ja gerne mal ranzoomen, aber ich habe keine Hand. Man kann es aber sehen. Ist die jetzt nur noch halb da? Ja, die zerbröselt komplett. Aber was explodiert wo ist denn der Explosionskörper? Was explodiert denn da drin? Ja, da ist eigentlich so eine Explosion drin. Hängt die falsch rum? Die kann doch nicht falsch rumhängen, oder? Na, weiß ich nicht. Da
Da ist jetzt aber genug Pulver raus, dass ich doch hier weggehen kann, oder? Ja, weiß ich nicht. Bleib mal. Oh! Brudi! Hast du gesehen? Ja. Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Ich hab noch eine. Wollen wir noch eine reinhängen? Ja, los. Ja? Ja, aber das kann doch nicht sein. Das, die muss ja dann ja komplett im Feuer liegen, damit es angeht. Wollen wir gleich mal einen ins Feuer werfen? Ich habe noch zwei. Also wir können jetzt einen noch mal ins Feuer hängen. Eine hängen und eine werfen wir rein. Eine werfen wir rein, ja. Ja, okay, dann probieren wir mal reinwerfen. Ja. Da seht ihr der Ring und ist komplett im Feuer. Also jetzt müsste der zünden. Okay, Max, dann gib dich wieder in deine Ausgangsposition. Hallo? Hast du mich gesehen? Ja. Okay. Das sieht gut aus. Okay. Gehst du wieder hinter die Dings? Ich gehe hinter die Möbel hier, ja. Alles klar. Okay, bist du ready? Ja. Ich bin's nicht. Sag ich dir gleich, wie es ist. Ich sehe dich gar nicht mehr hinter den Flammen. Scheiße, kann ich nicht. Martin? Oh, alles gut, alles safe, alles safe. Ich bin soweit. Scheiße. Was? Alter. Das Ding ist sofort losgegangen. Sofort. Guck mich an. Ja. Ist sofort losgegangen. In der Weihnachtsbäckerei. Aber Feuer ist ja mal konkret aus, Alter. Ja, ich bin auf jeden Fall aus. Alter, das hat richtig gezeckt, ne? Die Pfote. Ist es in der Hand losgegangen? Ja, ist in der Hand losgegangen. Alter, das war auch gerade nicht witzig, ne? Aber irgendwas passiert? Oder nur Druck? Also hier ist es komplett taub. Das ist richtig laut, der Knall. Und auf meine Hand ist es losgegangen. Da siehst du es auch. Siehst du das? Naja, ist jetzt einfach nur rot. Hier. Ich merke richtig den Druck. Das gibt einen blauen Fleck. Der Bereich hier. Ja, das sieht man. Oh, das hat ordentlich gemäht, halt. Meine Fresse, Alter. Gut, dass ich eine Schutzbrille auf hatte. Oh. Das war halt geil. Du bist halt hinter dem Feuer gewesen und ich höre es nur knallen und sehe dich nicht und du sagst nichts. Ja. Ja, guck mich doch mal an, wie ich aussehe, Brudi. Das Ding ist einfach in meiner das, ich hab's losgelassen, es ist sofort hochgegangen. Ja, aber das war doch jetzt nichts. Also, ich verstehe nicht, was mit den Kugeln los ist. Okay. Also, das Feuer ist immer noch an, ne? Man darf es nicht vergessen. Ja, da ist nichts passiert. Okay, pass auf. Das ist davon übrig geblieben. Ich hab noch eine, die hauen wir jetzt da rein, okay? Oder? Ja. Oder nicht? Ich weiß nicht, ob der Druck das Holz gegen die Plane. Ist doch egal, da ist die Plane doch da. Gegen mich? Brudi. Gegen mein Gesicht? Mir ist das Ding gerade in der Hand losgegangen. Ich lebe immer noch. Was? Ich lebe immer noch. Guck dir das mal an, wie ich aussehe. Hast du jetzt einen Tinnitus? Ja, linke Seite höre ich nichts. Okay, aber wenn wir jetzt was reinwerfen, will ich ein Feuer. Okay, sieht man nicht. Oh, Moni, Alter, das ist nicht nur heiß, das ist richtig. Ich sehe da eine Stelle. Mach dich mal bereit. Ich hole die letzte Kugel, die wir haben. Ja. Ich habe jetzt aber ein bisschen Schiss, da so dicht dran zu gehen. Max Oshad, Rednecks machen Rednecks-Sachen. Ja, habe ich irgendwo eigentlich weiße Spuren im Gesicht, weil das ist eigentlich direkt hier so losgegangen. Also hier ist alles taub. Ist richtig taub. Also ich habe jetzt auch Schiss, wirklich. Ich werde mir jetzt auch eine Schutzbrille aufsetzen. Ja, besser ist es. Wenn ich die finde. Ich gehe jetzt auch nicht mehr so dicht dran mit meinem Ball hier. Mach dich auf Position. Aber ist der gerade explodiert, bevor du den da drin halt reingespannt hattest? Pass auf, damit du es nochmal verstehst. Ja. Hier ist die Kette. Ich habe die Kugel reingelegt. In dem Augenblick, wo ich losgelassen habe, ist sie detoniert. Okay. Also ich habe noch nicht die Hand von der Kette gehabt und da ist sie hochgegangen. Okay. Direkt in meine Fresse. Ich mach mich ready. Mach dich ready. Ich guck, ob die GoPro läuft. Da hast du auch drauf. Ja, definitiv hast du drauf. Bist du ready? Ja. Okay, ich bin's auch. Feuerball, die dritte. 3, 2, 1. Das geht jetzt aber schnell, ne? Ready? Ready. Ready? Go! Ist drin! Ist drin! Boah, fuck! Gut, dass wir die Plane hatten, Alter. Ich hab's auf der Plane gemerkt. Okay, meine lieben Freunde. Das war ja wohl eine absolute Nullnummer, oder? Ja, was soll das denn löschen? Was sind das für Kugeln, Alter? Die werden, ohne Scheiß, die kosten über 20 Euro pro Stück. Und wir haben die gerade versucht, einmal ins Feuer gehangen.
die Flamme war dran, definitiv. GoPro-Aufnahmen beweisen es. Nichts passiert, sie ist einfach auseinandergebröselt. Die zweite ist mir in der Hand losgegangen, Feuer brennt immer noch. Dritte ist wie vorschriftsmäßig in die Glut, es ist nichts aus. Und das ist jetzt kein krankes Feuer. Ich finde, das ist gerade noch so, ja, ein dickes Lagerfeuer. Also, von mir ganz klar keine Empfehlung für diese Kugeln. Was ist das denn bitte? Von die kosten Heiden Geld. Sorry, aber bin ich mega enttäuscht. Oh, mein Adrenalinpegel hatte heute Spitzenwert. Ja, meiner auch. Oh, Brudi, das hat aber richtig geknallt, ey. Ja, es hat Puff gemacht, mehr aber auch nicht. Boah, aber voll. Das ist. Hä? Ich würde es einfach mal. Vorsicht, Vorsicht! Alter! Die Detonation hat unser Dreibein kaputt gemacht. Was soll ich spaßeshalber? Ich wollte mal ganz kurz hier eine Aufnahme starten, wie du die Folie da hast, damit man das einfach mal sehen kann. Ja, exakt. Das sieht das ist so geil. Das seht ihr ja nicht, aber damit man das halt im Live-Video sieht, einfach geil. Hättet ihr das gedacht? Ja, aber ey, dann kann ich nicht sagen, dass ich damit 3 Quadratmeter oder Kubikmeter löschen kann. Dann sollte ich ja meine Beschreibung auf jeden Fall mal ändern, weil das ist ja absolut. Das ist doch scheiße. Das ist ein Lagerfeuer. Also stell mal vor, so ein Auto brennt, du haust so eine Kugel da rein. Wie viele Kugeln brauchst du? 12 mit einmal? Aber wo willst du das denn im Motorraum hängen? Na, beim LKW Unimog ist doch genug Platz, da kannst du so eine Kugel hinhängen. Ja? Ja, ich kenne ein paar Leute, die machen das. Schade, 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 sag ich mal. Oh? Schade Schokolade. Schade Schokolade. Tatsächlich bin ich verblüfft. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass es einfach knallt und es ist aus. Das war mein Gedanke. Ich bin komplett durchgeschwitzt, ne? Die Hitze da dran und es war ultra heiß. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum das Ding in meiner Hand losgegangen ist. Das, die Slow-Mo möchte ich mal sehen dann. Ja, das Feuer ist halt bullenheiß gewesen. Ja, aber heiß heißt ja nicht Flamme. Weißt du? Ich meine, ich stehe ja auch da und sterbe nicht. Wie kann denn das Ding einfach losgehen? Ja, aber da steht auch halt drauf 3 Sekunden, ne? Ja, 3 Sekunden, das war BUM! War das, da war nichts. Zeitverzögerung einfach hochgegangen. Und die andere bröselt einfach ins Feuer, wo du denkst, was? Und das Feuer brennt immer noch. Und da sind jetzt 3 Kugeln ABC-Pulver drin. Und nichts ist aus. Nee, sorry. Also es gibt so Sachen, da ärgere ich mich tatsächlich drüber. Du, da müssen wir einfach mal gucken. Also das lasse ich nicht auf mir sitzen. Haben wir jetzt einen Fehler gemacht oder sind die Kugeln scheiße? Die Kugeln sind kacke. Stipp mal ab, bitte, sag mal. Sind die Kugeln scheiße oder haben wir einfach jetzt kacke gemacht? Größere Kugeln. Aber geil, jetzt mit der blauen Stunde und dem beleuchteten Shelter, sieht schon geil aus. Mit den Lampen da. Ja, man sieht nichts. Also jetzt eh nicht mehr. Naja, wir müssen ein bisschen aufpassen wegen Spoiler und so. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.